Hallo, ich bin die Anna, Mama vom Kai und heute gibt es unser 52-Wochen-Update. Ja, die Zeit ist echt schnell vergangen und Kai ist mittlerweile ein Jahr alt und gar kein Baby mehr, sondern ein Kleinkind. Deshalb ist das auch das erste Kleinkind-Update. Seinen Geburtstag haben wir bereits sehr schön gefeiert, wie ihr auch wahrscheinlich kaum übersehen habt, wenn ihr meinen Kanal abonniert habt, was ich euch empfehlen kann, wenn ihr immer wieder Neuigkeiten von uns erfahren wollt. Es gab einige Videos zu Kais Geburtstag und es wird auch vielleicht noch das ein oder andere kommen. Ich habe nämlich wirklich recht brav mitgefilmt, muss ich sagen. Was hat sich jetzt getan? Also Kai kann mittlerweile klatschen, er kann winken, also er macht so Baba oder Bye-bye nennen wir es. Er läuft, also er geht, dann wenn er umfällt, steht er wieder auf und läuft weiter. Er verbringt also mehr Zeit auf zwei Beinen als auf vier. Er krabbelt aber immer noch, aber ja, eigentlich er läuft auf jeden Fall mehr als er krabbelt. Er macht zurzeit alles nach, das heißt, wenn ich jetzt ihm ein Buch vorlese und da kommt eine Kuh vor und ich sage dann, die Kuh macht Mu, dann macht er auch so Mmm. Oder wenn ich aufs Essen booste, dann boostet er auch aufs Essen. Er weiß auch zum Beispiel, dass Essen eben Nam Nam ist und wenn er Hunger hat, dann fängt er an Nam 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 Nam. Oder wenn er irgendwie was kosten will, fängt er auch an Nam 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 Nam. Er versteht mittlerweile wirklich sehr gut so Zusammenhänge. Was er am liebsten tut oder mit was er am liebsten spielt, ist so Autos. Also er liebt es, Autos durch die Wohnung zu schieben. Das macht er am liebsten. Jetzt im Sommer mag er natürlich auch super gerne planschen. Also einfach in einer Schüssel mit Wasser rumplanschen oder auch am See Steine schmeißen und herumgraben. Auch Sand spielen tut er super gerne. Ja, mit dem spielt er gern und vor allem auch mit seinen riesigen Stofftieren. Also die liebt er auch über alles. Stofftiere sind eben bei ihm wirklich sehr groß im Rennen. Und was jetzt ein Jahr gedauert hat, aber jetzt endlich ganz gut funktioniert, ist das Zusammenleben mit unserem Hund. Wir haben einen Chihuahua und der ist schon 10 Jahre alt. Und sie mochte Kai wirklich anfangs überhaupt nicht. Also sie hat sich sehr schwer getan mit ihm. Sie war sehr eifersüchtig. Sie hat ihn jetzt so nicht direkt attackiert. Aber wenn man nicht die ganze Zeit hinterher war. Also ich wusste nie genau. Ich konnte oder ich würde die beiden sowieso nicht alleine lassen. Aber ich musste da wirklich ordentlich ein Auge drauf werfen. Und jetzt mittlerweile lässt sie sich wirklich verhältnismäßig viel von Kai gefallen. Und ist auch wirklich ganz lieb zu ihm. Er füttert sie auch und er darf sie angreifen. Sie geht dann und er versteht das aber auch, dass er ihr nicht immer nachläuft. Ich muss dann auch manchmal mit ihm schimpfen, aber auf jeden Fall das Zusammenleben mit dem Hund läuft jetzt zum Glück. Die schwierigste Zeit war wirklich, als Kai angefangen hat, mobil zu werden. Das mochte mein Hund überhaupt nicht, aber seitdem er läuft und seitdem er auch irgendwie vorsichtiger ist, funktioniert es ganz gut. Das war's von diesem Update. Ich sag danke fürs Zusehen und bis bald. Tschüss!